Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute trainieren wir das Hinterteil. Wir machen Übungen für den Po und dabei achten wir darauf, keine Sprungübungen zu machen. Das heißt, Po und Beine trainieren ohne Hüpfen. So kannst du auch, wenn du dein Knie nicht so stark belasten darfst, heute mitmachen. Dann vom Modell her ist es so, dass wir heute 30 Sekunden pro Übung machen, kurze Wechselpause machen und insgesamt 8 Übungen. Diese 8 Übungen, diesen Übungsblock wiederholen wir nochmal, dann bekommen wir sozusagen 16 insgesamt hin. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch Energie, ich habe noch Power und ich habe heute Zeit, dann mach direkt nochmal diese 2 Runden nochmal durch oder gar noch ein drittes Mal und du hast natürlich nochmal einen deutlicheren Effekt auf Beine und Po. Gut ist beim Po-Training immer, dass wir den Rücken so ein bisschen mittrainieren, gerade den unteren Rücken und auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für alle, die einen sitzenden Job haben oder viel eben sitzend verbringen. Also, komm auf deine Matte und los geht's! Gut, dann komm auf deine Matte. Wir starten mit einem kleinen Warm-up und gehen recht zügig über zum Haupttraining. Zum Start ziehen wir erstmal ein paar Mal die Knie hoch. Mach ein paar Schritte. Ich bin jetzt barfuß, aber du kannst natürlich auch immer mit Schuhen üben oder trainieren. So weit hoch, wie du kannst. Wir wollen schließlich warm werden. Wir wollen die Muskeln dehnen, direkt so ein bisschen mobilisieren. Dynamisch, sodass wir reinkommen. Den Bauch ein bisschen in eine leichte Grundspannung bringen heute. Hilft eigentlich bei so gut wie jeder Übung. Noch ein paar Mal. Sprünge lasse ich heute aus. Das heißt, du kannst hier natürlich auch sehr viel schneller gehen. Aber wir machen heute wirklich ein Workout ohne Hüpfen, ohne Sprünge. Von daher, wir gehen. Zieh so weit hoch, wie du kannst. Noch ein paar Mal. Und nochmal. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und gut, perfekt. Dann machen wir so ein bisschen seitlichere Schritte. Links rüber, rechte Ferse hoch, links rüber, linke, rechts rüber, linke Ferse hoch, links rüber, rechte Ferse hoch. Ein paar Mal gehen, gehen, gehen und gehen. Dann wird die Oberschenkelvorderseite noch ein bisschen lang. Noch ein paar Mal rüber, drüber und rüber. Noch ein paar Mal, auch hier kann man ein bisschen zügiger werden. Und nochmal leichte Grundspannung auch hier halten. Und nochmal. Das reicht noch nicht zum Warmsein. Auf geht's. Nochmal 10. Und 5, 4, 3, 2, 1 und stehen. Gut, dann nehmen wir die Arme mit dazu. Wenn das linke Bein steht, geht rechts vorne rüber. Die Beine und die Arme kreuzen gleichzeitig. Andere Seite kreuzen, Tipp, kreuzen, Tipp, kreuzen, Tipp, kreuzen, Tipp. Arme dann weit auseinanderbringen. Auch hier ein bisschen mobilisiert werden. Auf geht's. Und nochmal. Kreuzen und Schritte, kreuzen und Schritte. Auf geht's. Und nochmal. Und auch hier nochmal 10. Auf geht's. Brust raus und locker. Und 5, 4, 3, 2, 1 und gut, perfekt. Dann machen wir ein paar Kicks. Ich bringe die Hände vor den Körper, mache den Bauch ein bisschen fest. Dann Kick nach vorne, Kick nach vorne, Kick nach vorne, Kick nach vorne. Ordentliche Kicks raus. Zügig. Und der Rücken darf ruhig runden. Wir spannen den Bauch ein bisschen an, während wir diese Kicks nach vorne machen. Auf geht's. Noch ein paar. Und nochmal zügig. Und nochmal. Und nochmal, dabei bleiben, Fuß hoch, Fuß hoch, Fuß hoch, Fuß hoch, Fuß hoch, Fuß hoch, 10,
Nochmal. Und 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Einmal ausschütteln, auflockern und dann legen wir los mit dem Hauptteil. So, komm auf deine Matte. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und machen die ersten paar Übungen wirklich unten Mattenarbeit sozusagen. Ich schaue mal kurz die Zeit. Und wie gesagt, 30 Sekunden pro Übung, 10 Sekunden Wechselpause, in dem Fall auch Wechselpause zwischen den Seiten. Eine Runde machen wir eine Beinseite. Startlamm machen im Vierfüßer in 3, 2, 1 und los geht's. Rechtes Bein nach hinten und oben rauskicken, 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 rauskicken. Schau, dass du nicht mehr das Knie wirklich ganz nach vorne lässt, sondern weiter hinten bleibst. Und von dort die Kicks raus machst. Auch hier bleibt der Bauch leicht und die Spannung. Kick, die Ferse schiebt raus, der Po ist fest. Nochmal raus. Gleich geschafft, nochmal. Und lockern. Kurze Wechselpause, dann gehen wir zum linken Bein direkt über. Und Start klar machen, dann kicken wir links raus und los geht's. Auch hier wieder gucken, dass du zügig nach hinten raus arbeitest und vor allem auch so weit wie möglich nach oben kommst. Denn das Knie nur halb hochzunehmen, dann kommen wir nicht so gut am Po eben an. Also nochmal richtig stark rauskicken. Nochmal. Nochmal richtig kicken, Ferse richtig hoch zur Decke. Gleich geschafft. Und gut, wir bleiben im Vierfüßer und heben gleich das rechte Bein so nach außen. Ich mache kurz links, heben zur Außenseite. Und los geht's. Raus, 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 raus. Wie so ein Türchen. Wir arbeiten den Po in seinen verschiedenen Muskelanteilen. Und ja, damit haben wir am Ende des Tages die besten Erfolge. Nochmal raus. Öffnen, wie ein Türchen. Und nochmal. Nochmal ordentlich. Gleich geschafft. Weit heben. Und gut. Wechselpause, linkes Bein ebenfalls zur Seite heben. Dann wirklich hier jetzt gerade reine Po-Arbeit. Und dann nach links loslegen. Heben, öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Große Muskelgruppe. Richtig heben, weit öffnen, auf geht's. Und noch ein paar Mal. Durchbeißen, gleich geschafft. Noch mal ein bisschen kämpfen, öffnen und öffnen. Und gleich. Und gut, perfekt. Dann bleiben wir, beziehungsweise Hände bleiben so und wir gehen in die Liegestützposition über. Kommen hier erstmal her. Und los geht's. Rechtes Bein kickt nach hinten wieder raus. Wir machen eine erhöhte Variante. Das rechte Bein kickt zur Decke. Wenn es nicht mehr geht, lass das Knie ab und kick wieder so. Und ansonsten auf geht's. Das machen wir nicht mehr zur Seite, aber nach hinten. Nochmal ein paar Kicks. Nach hinten raus. Auf geht's. Noch durchbeißen, Bauch fest. Nochmal. Und gut, das Ganze gleich zur anderen Seite. Liegestützposition bleibt. Ausschütteln und dann wieder Startler machen. Linkes Bein kickt und los geht's. Raus, raus, raus und raus. Danach wird es kurz ein bisschen chilliger, von daher durchziehen. Auf geht's. Nochmal. Richtig hinten raus, hinten raus, hinten raus, hinten raus. Auf geht's, durchziehen. Gleich geschafft. Klingelt gleich. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und gut. Wir legen uns in Rückenlage ab. Gehen in eine Hüftbrücke. Das heißt, ich gebe uns kurz 5 Sekunden länger. Wir gehen mit den Händen neben dem Körper. Füße dicht am Gesäß aufstellen. Und heben den Po gleich ab. Genau, und da bauen wir noch eine Sache ein. Machen wir Start klar. 3, 2, 1 und heben. Heben und senken als erstes.
Mal heben und senken, heben und senken, heben und senken. Und dann können wir heben, raus, senken, heben, raus, senken. Heben, raus, senken. Heben, raus, senken. Und nochmal. Und nochmal. Die Knie gehen ein bisschen auseinander. Und nochmal. Auch hier perfekte Po-Arbeit. Und gleich geschafft. Nochmal. Und gut. Wir bleiben hier und machen einbeinige. Das heißt, wir legen den rechten Fuß auf und wieder heben und senken. Und Schaukler machen. Und los geht's. Hoch, tief. Hoch, tief. Unten wirklich nur kurz antippen oder gar nicht ganz runterlassen. Und wieder abheben. Noch ein paar Mal. Noch mal richtig raus. Po richtig fest. Wenn es nicht mehr geht, den rechten Fuß aufstellen. Aber ich bin sicher, du schaffst das locker. Auf geht's. Nochmal. Gleich geschafft. Und aufstellen. Dann Seite wechseln. Linken Fuß auf den rechten Oberschenkel aufstellen. Und nochmal richtig Po bearbeiten. Startler machen. Und los geht's. Raus, raus, raus und raus. Nochmal richtig stark Po zusammenkneifen mit jedem rausdrücken. Lass uns nochmal dranbleiben. Nochmal. Und zügig. Zügiger raus als runter. Nochmal. Und auf geht's. Nochmal. Und geschafft. Perfekt. So, Muskelspiegel. Wir gehen zum Stehen über. Und zwar gebe ich uns auch 5 Sekunden kurz länger in der ersten Runde. Wir machen Seitschritte. Und genau, Seitschritte. Wir sind hier und gehen ans Mattenende und wieder hier rüber. Startklar machen. Und los geht's. Hände immer weg von den Schenkeln. Und so gehen wir von Seite zu Seite, von Seite zu Seite. Von Seite zu Seite. Nochmal. Und unten sitzen bleiben. Unten sitzen bleiben. Unten sitzen bleiben. Nochmal. Gut. Noch ein paar. Gleich geschafft. Und gut. Dann kommen wir als nächstes in die Ausfallschrittposition. Rechts vorne, links hinten. Linkes Knie beugen. Und los geht's. Beide Beine strecken und wieder runter. Strecken und wieder runter. Strecken und wieder runter. Strecken und wieder runter. Auf geht's. Linkes Knie knapp über dem Boden ausbremsen und wieder rausdrücken. Nochmal. Und nochmal. Wenn wir wackeln, bleib bei einem Fokuspunkt und dann nochmal drücken. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Gleich geschafft und gut. Das Ganze machen wir natürlich zur anderen Seite. Linkes Bein vorne, rechts hinten. Mach den Schritt nicht allzu groß. Und los geht's. Raus und tief, raus und tief, raus und tief. Nochmal richtig zügig rausdrücken und langsamer rein. Zügig raus, langsamer rein. Nochmal. Gleich geschafft. Dranbleiben und durchziehen. Nochmal. Nochmal. Raus. Und raus. Und raus. Gut. Die letzte Kniebeugenposition einnehmen. Wir pulsieren unten und kommen dann wieder raus. Und los geht's. Tief. Pulsieren, 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 pulsieren. Hoch. Tief. Pulsieren, 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 pulsieren und hoch. Tief. Pulsieren und hoch, tief und hoch. Gewicht ist hinten auf den Fersen, hoch, nochmal und raus. Unten sitzen und heraus. Noch ein paar, gleich geschafft und gut. Einmal ausschütten, schütteln, hol dir was zu trinken. Wir machen eine ganz kurze Pause. Maximal 1 Minute und sehen uns dann gleich hier wieder.
So, hier sind wir wieder. Das heißt, ich hoffe, du hast wieder ein bisschen Kraft getankt. Wir beginnen von vorne und fangen wieder im Vierfüßer an. Zeitmodell bleibt das gleiche. Genau, so, dann, tschüpp, stopp. Machen wir uns startklar im Vierfüßer in 3, 2, 1 und rechtes Bein kickt raus. Auf geht's. Wir machen wieder genauso stark wie gerade vorhin. Zügig raus, den Po richtig unter Spannung, die Ferse richtig rausschieben. Gar nicht mehr so weit nach vorne und unten lassen. Wirklich zügig Kicks nach oben rausgeben. Du hast immer mehr davon, wenn du ein paar Mal machst und die richtig gut. Nur noch mal. Und Knie aufstellen. Andere Seite kurz verschnaufen. Dann wieder linkes Knie nach oben rausschieben. Und los geht's. Auf geht's. Auch hier, wie wir bleiben, gedanklich total in der Einstellung, lieber 30 Sekunden alles geben. Auf geht's. Gar nicht mehr so weit absenken. Po und Oberschenkelrückseite stehen im Fokus. Richtig zügig raus und unter Spannung bringen. Nochmal weit. Nochmal. Gleich geschafft. Und aufstellen. Wir öffnen unser Bein wieder. Rechte Seite beginnt zur Seite und wieder zur Mitte schließen. Und los geht's. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Auf geht's. Mit ein bisschen Bauchspannung wieder wird's einfacher, effektiver. Und wir wollen ja in kurzer Zeit mit den Übungen was erreichen. Auf geht's. Die Seite vom Po sprechen wir an. Auf geht's. Nochmal heben. Zügig. Raus. 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 Gleich geschafft. Und nochmal. Und aufstellen. Linke Seite heben wir gleich. So nochmal so fokussiert dabei bleiben. Und los geht's. Raus. 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 Und raus. Richtig schön heben. Nochmal zügig. Seite vom Po soll sich wieder ordentlich bemerkbar machen. Nochmal durchziehen. Und nochmal. Im Workout geben wir Gas. So haben wir nachher nichts zu bereuen. Auf geht's. Nochmal. Gleich geschafft. Nochmal. Und gut. Wir gehen gleich in die Liegestütze. Also nochmal ausschütteln und dann wieder Bein nach hinten und oben heben. Und Startler machen. Dann rechtes Bein kickt raus. Auf geht's. Zügige Kicks. Nochmal. Hier bleibt der Bauch mit fest. Haben wir nochmal ein paar Muskelgruppen mehr mit drin. Nochmal schön rauskicken. Dranbleiben. Nach 10 Sekunden. Auf geht's. Schaffen wir. Nochmal. Gleich geschafft. Und gut, andere Seite, kurz ausschütteln und dann geht's weiter. Und Startklar machen und Kicks raus. Auf geht's. Wieder Ferse schiebt, nochmal raus. Feste Rückseite, feste Vorderseite. Nochmal fest, zügig. Noch 15. Ziehen durch. Ziehen durch, ziehen durch, ziehen durch. Noch 6. Gleich geschafft. Nochmal und gut. Wir gehen in Rückenlage über, gehen in Hüftbrücke und zwar wieder hoch, Beine auseinander, runter. Und los geht's. Hoch, auseinander, tief. Hoch, auseinander, tief. Hoch, auseinander, tief. Und noch ein paar. Durchziehen. Auf geht's. Nochmal richtig Beine auseinander. Bisschen Richtung der Außenkanten. Klappen. Dranbleiben. Nochmal zügig raus. Wenig Pausenzeiten am Boden. Gleich geschafft. Nochmal. Gut. Wir gehen einbeinig weiter. Rechten Fuß auf dem linken Oberschenkel auflegen. Und los geht's.
Raus, tief, raus, tief, raus, tief, raus, tief. Nochmal. Nicht mehr großartig zum Boden zurückkommen. Direkt wieder rauskommen. Po nochmal fest. Auf geht's. Durchziehen gilt auch hier. Noch ein paar. Gleich geschafft. Noch ein paar. Gleich geschafft. Und gut. Andere Seite. Linken Fuß auf dem rechten Oberschenkel aufliegen. Gleich Startler machen. Und los geht's. Raus. 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 Und raus. Nochmal. Zügige Kicks. Keine Kicks. Exklusiv nach oben schieben. Po entspannen. Rücken mitarbeiten lassen. Auf geht's. Und nochmal. Wir tun alles für die schöne Form. Auf geht's. Nochmal Gas geben. Und raus. Gleich, gleich, gleich geschafft. Komm, komm, komm. Dranbleiben. Und gut. Aufstehen. Wir gehen in die Seitschritte über. Am einen Mattenende rüberwandern zum anderen. Und los geht's. Rüberwandern. Und rüberwandern. Auf geht's. Brust bleibt zu mir nach vorne schauend. Und Po sitzt tief. Nochmal. Und tippen. Und noch ein paar. Und noch ein paar. Sehr gut. Nochmal dranbleiben. Nochmal. Gleich geschafft. Nochmal. Und nochmal. Und gut. Wir gehen in den Ausfallschritt. Rechtes Bein ist vorne, links ist hinten. Wieder gucken, nicht zu groß den Schritt machen. Und strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen. Noch ein paar. Wenn ich die Arme mitnehme, bleibe ich stabiler. Vielleicht hilft dir das auch. Nochmal. Dranbleiben. Zügig hoch. Nochmal. Schneller hoch als runter. Auf geht's. Und Seitenwechsel. Linkes Bein ist vorne, rechts ist hinten. Wieder startklar machen. Und es geht los. Raus, tipp und tief. Raus und tief. Raus und tief. Raus und tief. Nochmal durchziehen. Nochmal. Festbleiben. 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 Auf geht's. Durchziehen. Weiterkämpfen. Auf geht's. Und gut. Wir machen die Kniebeuge. Pulsieren, pulsieren, pulsieren. Stehen. Startklar machen. Und setzen. Bleiben. Und stehen. Setzen. Und stehen. Setzen. Und stehen. Tief. Und raus. Tief. Und hoch. Dranbleiben. Gewicht hinten halten. Stehen. Auf geht's. Nochmal. Tief bleiben. Noch ein paar. Raus. Nochmal. Sehr gut. Ich erlöse dich, ich erlöse uns. Ausschütteln. Wenn du magst, mach jetzt noch eine Runde. Oder auch nochmal zwei von beiden Blöcken. Oder du machst jetzt mit mir den Cooldown. Also, durchatmen. Nochmal ausschütteln. Und dann kühlen wir uns runter und dehnen die Beine. Stell dich so hin, dass du nach vorne dich beugen kannst. Und dann lassen wir uns einfach nach unten runterhängen. Und einmal eine lange Wirbelsäule, langen Kopf. Nochmal durchatmen. Entweder die Hände baumeln oder du legst sie auf. Und dann ziehen wir erst eine Ferse zum Boden und die andere. Ein paar Mal runterziehen, runterziehen und runterziehen. Auf die Rückseite richtig lang sein. Ein gutes Gefühl. Oder was meinst du? Was gemacht zu haben, ist einfach stark. Sein Schweinehund
und die Bequemlichkeit zu überwinden, ist immer ein gutes Gefühl. Noch ein paar Mal. Und dann langsam wieder die Füße fest aufstellen und roll dich wieder nach oben auf. In aller Ruhe. Und Schulterblätter zurückrollen. Bleib auf dem linken Bein stehen. Hol dir den rechten Fußrücken in die Hand und halt die Oberschenkeldehnung. Für einen Augenblick. Stabiler wie ich bitte. Such dir vorne einen Punkt aus und bleibe dort. Nochmal halten. Dann bleib so stabil auf dem linken Bein. Hol dir den rechten Fuß nach vorne hoch und zieh ihn dir weit vor den Körper. Knie außen lassen oder tschupp, runter sinken lassen. So, wie es heute passt. So, wie man sieht, mein Gleichgewichtssinn ist heute noch nicht auf der Höhe. Macht aber nichts, ist jeden Tag anders. Und dann langsam aufstellen, andere Seite. Linken Fußrücken ranholen an den Po und nochmal halten. Durchatmen, geschafft. Dann holen wir uns den Fuß auch wieder nach vorne und ziehen ihn etwas hoch. Nochmal bleiben. Und dann langsam lösen, perfekt. Noch einmal ein bisschen die Schulter öffnen. Wir gehen hinten mit den Händen ineinander und ziehen uns richtig auf. Vorne die Brust richtig auf, weit. Nochmal einatmen. Mit dem Ausatmen neig dich nach vorne. Die Hände bleiben fest ineinander. Und wenn wir so vorne drin sind, ziehen diese Hände nochmal ein bisschen weiter weg. Nochmal halten und durchatmen. Die Schultern wirklich weit nochmal öffnen. Bewusst zurückziehen. Und dann langsam wieder nach oben kommen zum Stehen. Einmal auflockern, ausschütteln den ganzen Körper. Ich schicke dir ein High Five hier durch die Linse. Und freue mich wirklich riesig, dass du heute am Start warst, dass du mit mir durchgepowert hast. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, ein Like fürs Video da lässt und dann sehen wir uns beim nächsten Workout wieder. Bis dann, mach's gut und nochmal High Five.